Oh, ich krieg Schluck auf. Vor Aufregung. Ich finde den Kopf so geil. Der bleibt hoffentlich für immer da, ne? Ich finde den stylisch. Der darf nicht wieder weggehen. Der muss für immer da bleiben. Wer mag schon Gaston? Ich fand ihn immer irgendwie lustig. Erforsche die Wunderhöhle. Ich bin immer noch so hässlich! Willkommen in meiner Wunderhöhle, Toffee. Dieser Ort sieht unglaublich aus. Nee, der sieht echt schwul aus, muss ich schon sagen. Vielen Dank. Ich habe mich bemüht, dem Original so nah wie möglich zu kommen. Weniger reden, mehr arbeiten. Jetzt aber. Ich habe nur ein bisschen unterhalten. Ich meine, da muss mich ihr zusammenreißen, dass ich nicht alles davon mitnehme. Gaston ist blöd. Was? Nein. Also Leute, ich wünsche euch noch einen viel Spaß und einen schönen Abend. Muss jetzt weg. Jackie, danke, dass du da warst. Ciao. Ja, das habe ich. Obwohl es der ursprünglichen Wunderhöhle aus meiner Vergangenheit nachempfunden ist, gibt es hier sehr wichtige Unterschiede. Wie du sicher siehst, konnte ich die interne Struktur anpassen. Am wichtigsten ist, dass ich die lächerlichen Beschränkungen, was berührt werden darf und was nicht, abgeschafft habe. Ach so! Ja, dann darf ich ja alles anfassen. Damit ich Gaston einen Schatz mitbringen kann? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum du das willst. Der Zweck meiner Höhle ist es, das Juwel der Zeit zu schützen. Welche Art von Schutzmaßnahmen hast du eingerichtet? Oh, nichts, was diejenigen mit einem scharfen Verstand stören sollte. Ein Tipp vielleicht? Gibt's hier etwas, was mich tödlich verunglücken lässt? Wäre vielleicht gut, vorher das zu wissen. Ah, Toffee, ich nehme an, dass dein intellektuelles Niveau eine solche Hilfestellung erfordern wird. Die magischen Strukturen in der Höhle drehen sich alle um die Zerstreuung von Licht. Und im Bereich herum können Spiegel angebracht werden, um das Licht umzulenken und auszurichten. Darüber hinaus gibt es einige Geräte, die, wenn sie mit Energie versorgt werden, Licht aus neuen Quellen erzeugen. Okay, ich denke, ich kann damit arbeiten. Ausgezeichnet. Ich bleibe jederzeit kommunikationsbereit, falls du weitere Hilfe benötigst. Denk daran, du wirst das Juwel der Zeit in den tiefsten Tiefen der Höhle finden. In den tiefsten Tiefen? Alter, die sieht aber cool aus! Ich find die mega cool. Armin, hast du vor, Tekken 8 zu streamen? Nein! Da habe ich tatsächlich vorhin, glaube ich, erst drüber gesprochen. Warst du vielleicht noch nicht da? Nee, Quatsch, das habe ich im Video heute gesagt, als ich Foam Stars gespielt habe. Ich mache einen großen Bogen um Tekken 8, weil Tekken 7 war für mich schon zu anstrengend. Einfach diese ganzen Kombos, die man da immer mitmachen muss und so, das kriege ich einfach nicht mehr hin. Ich bin zu alt für sowas, sowas kann ich nicht mehr lernen. Ich brauche so solche Spiele, wo man einfach nur Sachen aufheben muss. Das sind Dinger, die ich wirklich hinkriege, aber Tekken 8, nee, das ist nicht meins. Nicht mehr. Tekken 7 war mal ein Experiment, weil ich mich von Tekken 2, was ich damals auf der PlayStation 1 sehr, sehr viel gespielt habe, einfach so ein bisschen nostalgiehalber. Okay. Okay, kann ich da was machen oder so? Bin ich jetzt gleich tot, wenn ich hier jetzt zu nah rangehe? Ja, also ich habe es nostalgiehalber gespielt wegen Tekken 2, aber Tekken 8, da bin ich raus. So, eines irritiert mich. Die in der Luft fliegenden Schätze. Könnt ihr das sehen? Kann man das sehen? Das sieht man, ne? Guck mal, die fliegen in der Luft. Die Schätze da. Game Loft, das geht nicht. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Das kann man nach oben machen? Ja, nach oben und nach unten. Ich kann hier aber keinen weiteren Schalter verwenden, oder? Da vorne war auch keiner, oder? Hier ist noch etwas, aber das ist kein Schalter, oder? Doch! Ach, das kann ich da einsetzen. Ach so. Ach, das ist da nur rausgefallen. Sowas hat keine Prio. Doch, das sieht doch komisch aus. Wenn da Sachen schweben. So unrealistisch in einem Disney-Spiel, wo alles fantasiemäßig ist. So, gucken. Frag Jafar nach Hinweisen. Nö.
Ich mach das alleine. Selbst ist der Toffee. Nur wenn man sich selbst macht, ist es am besten. Ist halt eine Wunderhöhle. Ja, stimmt. Da gab es ja auch einen fliegenden Teppich, ne? Da gibt es natürlich auch fliegende Schätze. So, da ist wieder so ein Ding, was eingesetzt werden muss. Muss ich es da einfach rausnehmen und in das andere reinstecken? Oh, eine Schatztruhe. Ich mach sie auf. Oh, Hilfe. Und, Hilfe, ich sehe nichts. Boah, hier hinten in der Ecke, ne? Habe ich es jetzt aufgenommen, was da unten drin war? Das war bestimmt nur Kohle, oder? Boah, die Ecke war echt fies. So kann ich es... Ne, kann ich nicht rausnehmen. Ja, guck, wir gucken uns erstmal komplett um, ne? Vielleicht liegt ja noch irgendwo was hier. Wenn du genau hinsiehst, entdeckst du vielleicht Dagobert in dem Haufen. Oh, stell dir vor, Dagobert wäre hier drin. Dem wird da voll einer abgehen. Übrigens muss ich wahrscheinlich, muss mal ganz kurz gucken, in ein paar Minuten muss ich wahrscheinlich für, mal für 10 Minuten weg. Dann machen wir eine ganz kurze Pipi-Pause. Für ungefähr 10 Minuten, also so um 19 Uhr muss ich für 10 Minuten mal weg. Da kann ich euch Musik anmachen, wenn ihr möchtet. Weil das Bedingung war, wenn ich heute streamen möchte, könnte, sollte, wie auch immer, dann muss ich eventuell mal für ein paar Minuten weg. Weil ich einen Anruf erwarte. 10 Minuten aufs Klo. Ja, ich sag ja Pipi-Pause, weil ihr dann halt eben aufs Klo gehen müsst. Ja, dann geht halt mal ordentlich kacken. Geht immer ordentlich scheiße. Das ist eine tolle Spülung. Die muss ich mal gehört haben. Ne? Das war auch so ein Clip. Der kam auch schon länger nicht mehr. Also zumindest heute nicht. Sonst habe ich einen Schalter betätigt. Bringt nur nicht viel, ne? Ich gehe mal wieder zurück, weil eigentlich hat sich ja alles hier verbessert, ne? Also hier, guck, da ist das Licht bis dahin gestreut. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wo wir das Ding hinpacken. Ich trinke nur Sugar Mommy. Na, Mist, falscher Clip, Ryan. Meeting auf dem Klo. Nicht bei mir, ihr sollt aufs Klo. Ach Leute, ich rede einfach gar nicht mehr mit euch. Sag mal, ihr dreht einem ja das Wort in den Mund herum. So, hier müsste noch so ein Ding eingesetzt werden. Das ist bestimmt da hinten, oder? Aha. Es schwebt auch. Als ob ich das jetzt anfassen darf. Das kriegt bestimmt Ärger, oder? Lesen. 0% aufgeladen. Aha. Okay, warte, das müssen wir drehen. Das kenne ich. Zum Beispiel von Spider-Man. Da gab es auch so interessante Rätselchen mit so, mit sowas. Toffee testet. Ja, das müssen wir aber gleich machen, nachdem ich die 10 Minuten weg war. Weil das lohnt sich jetzt nicht mehr, glaube ich. Aber machen wir gleich, Ryan, okay? Und Ramona, guten Abend. Und Miggy, hallo. Weißt du schon, welche Spiele du diese Woche streamst? Nee, das weiß ich eigentlich nie vorher. Außer wenn was ganz Wichtiges ausgemacht ist mit irgendjemandem, der mitspielt. Aber kann ich dir leider nicht sagen, tatsächlich. Lass dich überraschen. Yeah, geschafft. Supi. Ich erinnere dich dran. Ah, danke schön. Ich mache jetzt eine Essenspause von meiner Deutsch-Ausaufgabe. Ja, mach das. Ist was Schönes. Ich müsste eigentlich auch noch mal was essen. Ja, gut, wir machen Toffee Tested, ne? Aber was richtiges essen müsste ich eigentlich auch noch. Warte mal, wo muss denn... Ah, da. Ich setze ihn sowas... Ich stecke ihn sowas von rein, du. Das glaubst du gar nicht. So, dann haben wir das hier. Genau. Und wo geht der jetzt hin? Ach so, genau, okay, alles klar. Dann muss der hier aber auch wieder nach unten, oder? Nee, macht ja gar keinen Sinn. Da verdeckt sich ja dann, aber wie kommt denn da jetzt das Licht dran? Ach, ich habe auch noch eine Platte, ne? Die konnte ich jetzt aber nicht da einsetzen. Von wo kommt denn das Licht? Das Licht muss da drauf, um dann letztendlich hier drauf zu gehen, oder? Ich bin gerade echt ein bisschen... Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe ja so eine Platte im Inventar. Die da.
Wo ich die hin... Ancient Mirror. Warum ist das nicht übersetzt? Ryan! Ich verstehe das nicht! Ancient Mirror... Verstehe ich nicht. It seems it used to hang on a wall. Ja, aber on which wall? Which wall? Ich weiß nicht welche. Kann man das in irgendeine Wall packen? Das darf ich... Ah, ach so, hier. Macht Sinn, ne? Weil die nur alle 8 Jahre mal updaten. Mensch, Mensch, Mensch. Immer diese Ausreden, weißt du? Okay, jetzt. Jetzt müsste es klappen, ne? Yeah, nice. Zum Glück habe ich meine deutsche Hausaufgaben noch 2 Wochen Zeit. Ich habe das immer auf den letzten Drück gemacht, wenn ich solche Aufgaben machen musste. Ich habe es wirklich immer so 2 Tage vorher gemacht oder so. Oh Gott, jetzt wird es langsam gruselig, ne? Erforsche die Wunderhöhle. Boah, es geht immer tiefer rein. Boah. Oh, Alter, wie cool! Alter, wie cool das aussieht! Alter, kann ich da jetzt durch? Oh, ich gehe da extra langsam hin, weil das einfach so ein schöner Moment ist. Das ist so ein Gänsehaut-Moment, ne? Oh, guck mal, wie schön ich stolziere in meinem Kleid, ne? Ich sollte mich ja eigentlich mal umziehen, aber ne. Sicher, dass es nicht zu komplex für dich ist? Ja, ich habe es geschafft, Lenya, auch ohne Hilfe. Bei mir ist es so, dass ich es morgen ein paar Stunden vorher erst mache. Habe ich auch schon gehabt, aber nur, weil ich es vergessen habe. Also so knapp bin ich dann doch nicht. Aber Leute, Benny Charlotte, hallo. Jetzt müssen wir gerade ein ganz kurzes Päuschen machen von 10 Minuten. Wie gesagt, ich muss mal ganz kurz weg wegen Telefonat. Ich mache euch gerne Musik an. Dann bin ich gleich wieder da, okay? Jetzt geht's wieder um die Wurst. Aufheben. Warum muss ich bei diesen Sequenzen immer so hässlich aussehen? Ich lerne auch nicht dazu, ne? Verlasse die Wunderhöhle. Berühre nur die Lampe. Oder wie war das, ne? Und dann haben wir nicht nur die Lampe berührt und sind deswegen jetzt des Todes. Oder irgendwie so. Kommt da jetzt Genie raus? Oh, das würde ich so abfeiern, aber den gibt's glaube ich nicht, ne? Als Charakter. Nein, Quatsch, den gibt's noch nicht. Wenn, dann vielleicht mal später. Hallo, Gaston. Toffee, du bist zurück. Ja, Mission erfüllt. Du hast mir einen Schatz mitgebracht. Ausgezeichnet. Tut mir leid, es ist kein Schatz. Was? Ich habe den besten Schatz mit Akzeptanz. Oh Gott, so ein Klugscheißerspruch, ne? Das ist bestimmt so ein Spruch von so einer Waldorf-Lehrerin, ne? Ich mache gleich eine Problemkerze an und dann diskutieren wir das Thema Akzeptanz und essen einen Hirsekeks. Soll das witzig sein? Ich weiß nicht, ich amüsiere mich ziemlich. Aber Kopf hoch, ich habe das Juwel der Zeit gefunden und kann bald die Insel der Ewigkeit retten. Ich nehme an, das sind gute Nachrichten. Was willst du jetzt machen? Nun, ohne Schatz muss ich etwas anderes tun, um die Bewunderung der Leute hier zu gewinnen. Sobald ich mit dem Zeitrissen fertig bin, habe ich große Pläne für die Insel der Ewigkeit. Du kannst sogar das Landesinnere besuchen, wenn du willst. Ich werde es in Betracht ziehen, aber Gastonia wird immer die Attraktion sein, zu der alle kommen. Obwohl es ziemlich dürftig aussieht. Ich hatte große Pläne, bevor ich vom Täuschungszauberer abgelenkt wurde. Das ist es. Ich werde meine Pläne wieder aufnehmen. Besuche mich später. Ich werde deine Hilfe für einige Projekte benötigen. Vielleicht kann ich mich mit den Zeitrissen, vielleicht, wenn ich mich mit den Zeitrissen befasst habe, genau. Irgendwann, wenn ich mir gar nichts mehr zu tun habe, dann komme ich zu dir. Gut, wenn du Prioritäten haben musst. Hier, du solltest Kokosnuss-Lefou haben. Ich brauche ihn nicht mehr. Es ist nicht mehr. Es nicht mehr. Ich weiß nicht, was du mit diesem komischen Kokosnusskopf
angestellt hast. Ganz ehrlich. In deiner Einsamkeit hast du einer Kokosnuss ein Gesicht verpasst. Und damit geredet. Und wahrscheinlich viel mehr damit gemacht, als nur geschmust. Ich will das Ding nicht anfassen. Ja, das waren mehrere Kokosnüsse und die haben aneinander geklebt. Hier gibt's keinen Kleber. Jetzt weißt du doch, was das war. Danke, schätze ich. Was ist mit ihm los? Gern geschehen. Du sollst ihn mit Respekt behandeln. Meine beeindruckende Handwerkskunst sollte bewundert werden. Mach dir keine Sorgen, Gaston. Du und Kokosnuss Le Fou werdet hier ein Zuhause finden. Natürlich ist das für mich. Moment. Wo machen wir ihn hin? Da. Moment. Das ist... Boah. Da darf keiner ran. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Das müssen wir direkt im Keim ersticken. Nein, nicht das da. Das da. So, kann ich das jetzt hier... Komm mal. Damit da auch ja keiner rangeht. So. Boah. Da muss ich erst einen Exorzisten kommen lassen oder so. Der baut einen Sound rum, perfekt. Ja, eben, genau. Boah. Okay, gut. Die Hauptaufgabe wäre damit erledigt, oder? Beziehungsweise, warte mal, hier. Sprich mit Jafar. Oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Wo ist denn hier nochmal so eine Säule? Ist hier noch eine da? Die ist wieder nur am Anfang oder so, ne? Oder hier weiter unten, glaube ich. Ja, da vorne ist eine, siehst du? Ja, aber ganz ernsthaft, Leute. Der ist hier ganz alleine und hat sich so eine eigenartige Puppe gebaut. Sei gegrüßt. Ist, da muss die Fantasie nicht sehr sonderlich groß sein, um sich da irgendwas auszumalen, ne? Tada! Was ist das, Brokkoli? Hier wächst Brokkoli in der Wüste? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ich habe das jetzt mal kurz gemacht. Es hat mich genervt, dass das noch nicht freigeschaltet war. Hätte sein können, dass was Tolles ist. Brokkoli. Ich mag aber eigentlich Brokkoli, aber nicht immer. Ah, du hast alle drei Juwelen der Zeit gefunden. Du hast lange genug gebraucht. Ich warte schon seit einer Ewigkeit. Cleveres Wortspiel. Ja, ja. Willst du eine weitere Ewigkeit warten? Ja, eben. Einfach mit der, ne? Mit Deutlichkeit. Ich mache hier gerade alles Mögliche und du hast noch nicht mal ein freundliches Wort für mich. Nachdem er Bell nicht bekommen hat. Ich bin es nicht, für den du etwas riskierst. Zeit und Raum stehen auf dem Spiel. Du musst die Zeitanomalie aus dem Palast entfernen und mich von diesem Ort befreien. Dein Weg durch die Wüste ist immer noch versperrt. Du musst dir einen Zugang verschaffen, indem du die Zeitanomalie entfernst, die das Grenzland in den Dünen blockieren. Nur dann wirst du mich befreien können. Sobald du den Palast erreicht hast, konzentriere die Magie deiner Sanduhr auf die Wunde der Zeit vor dem Palast. Oh, und beeil dich, deine Belohnung wartet auf dich. Deine ewige Belohnung. Okay, suche nach einer Sanduhr? Mit deiner Sanduhr nach Nebel und rufe das Stream. Ach, Nebelpflichten. Also ja, genau. Schalte das Grenzland in den funkelnden Dünen frei, um den Palast zu erreichen. Warte mal. Das Grenzland ist hier, das da. Ja, wieso? Ich kann doch da schon hin, oder nicht? Ich muss beides freischalten? Das kostet bestimmt viel zu viel, ne? Brokkolisuppe ist super. Ja, Brokkoli-Cremesuppe schmeckt echt gut. Da hast du recht. War mir nicht da, warte mal. Also ich doch da um die Ecke. Um die Ecke.
ich das hier machen? Ja, ne?